Ja, wir sind hier in Esslingen, Lietzauer Vorstadt, genau in der Zollbergstraße. Hier ist ein Mercedes Vito bergab gefahren. Offensichtlich gab es einen technischen Defekt an dem Fahrzeug, laut Auskunft des Fahrers, weswegen er dann ungebremst in den Eisbergweg eingefahren ist und dort dann nach links in die Böschung abgekommen und ca. 50 Meter dann den Hang hinuntergefahren ist. Zuerst mal war es natürlich die Aufgabe, das Fahrzeug zu sichern. Das hat die Feuerwehr Esslingen übernommen. Anschließend ging dann eine Besatzung von uns runter, hat den Patienten versorgt. Und wir mussten dann gemeinsam mit der Feuerwehr mit einer Schleifkorbtrage den Patienten auch den Berg wieder hochbringen. Ja, der Patient gilt bei uns rein vom Unfallmechanismus mal als schwer verletzt. Hauptsächlich ging es natürlich auch darum, die Rettung des Patienten sicher auch für die Einsatzkräfte abzubilden. Seitens des Rettungsdienstes war die Einsatzleitung hier vor Ort, ein Notarzt und zwei Rettungswagen. Die Feuerwehr war nach meinem Kenntnisstand mit einem Löschzug hier vor Ort.